und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich komme gerade vom Lidl. Ich war spazieren und endlich konnten wir wieder raus. Wir waren ja die letzten Tage richtig krank. Ein bisschen erkältet bin ich immer noch, aber mir geht es eigentlich soweit wieder super. Und ja, wir konnten auch endlich wieder rausgehen. Es hat die letzten Tage einfach nur geregnet und es ist so warm. Also ich bin doch teilweise meine Jacke schon draußen ausgezogen. Ich habe hier auch nichts drunter. Und trotzdem war mir so heiß. Wir haben irgendwie auch 10 Grad oder so. Also ich denke mir, wo ist der Winter? Warum? Ich liebe den Winter. Warum beglückt er mich dann nicht? Aber die meisten freut es, glaube ich, schon sehr, ne? Dass der Winter so, ja, doch wieder weg ist. Mal gucken, wann er kommt. Wahrscheinlich dann im März oder so. Aber naja, ich bin, egal. Macht nichts, ne? Ich konnte wenigstens raus. Ich bin glücklich, dass es nicht geregnet hat. Das ist schon viel wert. Und ja, würde euch jetzt meinen Einkauf zeigen. Ich habe, ich glaube, 7 Euro mit der App gespart. Das ist richtig cool, diese Aktion mit ab 40 Euro, diesen 5 Euro Rabattcoupon. Den kann man sich immer aktivieren bei jedem Einkauf. Und hatte auch schon eine Dame an der Kasse dann bemerkt. Und dann hat sie uns auch angesprochen, also den Kassierer und mich. Ich so, ja, doch, die App lohnt sich schon. Sie so, ja, dann mache ich sie mir, glaube ich, auch. Ich so, das lohnt sich auf jeden Fall, vor allem jetzt gerade. Und ja, also ich finde die App einfach super, deswegen liebe ich Lidl. Die haben auch richtig gute Angebote gehabt und die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier einmal wieder Ambrosia-Äpfel, ich glaube, die hatten wir noch nie, für 2,22 Euro nur. Und die riechen so stark nach Apfel. Ja, mal schauen, waren halt auch runtergesetzt oder im Angebot gerade, 2,22 Euro halt. Dann habe ich einmal Mandarinen. Ich hoffe, dass die schmecken, weil die mit Blatt sind meistens immer die leckeren und die gab es jetzt endlich wieder. 2,50 Euro haben die gekostet und die sahen auch echt schön aus. Davor, die Wochen waren immer schon so schrumpelig, also da habe ich irgendwie die guten immer anscheinend verpasst. Dann 1,79 Euro einmal Kinderpinguin, da haben sich meine Kinder gerade schon eins genommen. Dann habe ich, zeige ich euch auch mal schnell, zweimal diesen Arizona-Eistee, mag ich ja total gerne, haben sie immer noch im Angebot und diesmal 1,5 Liter für 1,19 Euro, mussten zwei Stück mit. Dann habe ich zweimal Kefir mitgenommen, weil ich so voll war schon, werdet ihr gleich sehen. Ich habe einiges mitbekommen für 89 Cent, ja. Dann habe ich auch zweimal Schmand, ist uns schon wieder leer gegangen, mitgenommen. Da weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr, was es gekostet hat. Und dann auch richtig gut für den Vorrat, viermal Thunfisch im Eigensaft. Kostet eine Dose statt 1,49 Grad nur 99 Cent. Ja, habe ich 4 Stück mitgenommen. Ich mag sehr, sehr gerne, auch meine Tochter, Thunfischpizza. Dann auch einen Joghurt. Ich glaube, 79 Cent hat er gekostet. Ja, habe ich einfach immer gerne da. Schmeckt auch einfach lecker mit ein bisschen Salz auf Nudeln. Ich mag das total, mein Sohn auch. Oder ich mache Aladuschki daraus, diese russischen Pancakes. Und auch so, mal gucken. Vielleicht wollte ich einen Fruchtjoghurt daraus machen. Ich habe noch so viel Tiefkühlobst. Dann für 1,89 einmal Remoulade für meinen Mann. Dann, ist leider die Tüte aufgegangen. Mann, ich benutze die Tüten immer gerne im Badezimmermüll. Diese kleinen. Naja, zwei solche Birnen. Ich fand die so schön, so riesige rote Birnen. Bin ich mal gespannt, was die schmecken. Da hat das Kilo 1,79 Grad gekostet. Dann wieder für 1,99 Euro diese Oliven mit Schafskäse. Da gibt es verschiedene Sorten und ich finde die hier richtig lecker. Die sind uns halt auch sehr schnell leer gegangen. Wir lieben Oliven. Dann einmal wieder diese Geflügel. Delikatesse Geflügelroulade. Der süßeste Spitzkohl, den ich je gesehen habe. Guck mal, wie klein der ist. Der ist ja richtig mini und ich dachte mir, ich mag das, wenn die so klein sind einfach. Dann kann man das im Ganzen aufbrauchen. Mal schauen, was ich daraus mache, ob das in der Suppe landen wird oder ob ich das einfach so braten werde. Mögen wir alle total gerne. Dann das muss gleich ein Tiefkühler. Einmal Petersilie. Ja, meine ist schon wieder leer und frisch geht bei mir gar nicht so gut. Ich bin ja mehr der Dillmensch, deswegen Petersilie meistens gefroren oder wenn ich weiß, ich brauche für das Gericht Petersilie, dann kaufe ich sie auch frisch. Dann fand ich richtig süß
Einfach nur wegen diesem kleinen süßen Holzlöffel für 2,50 Euro, 300 Gramm Himalaya-Salz. Rosa, fein gemahlen. Ich salze immer am liebsten mit Himalaya-Salz oder grobem Meersalz. So dieses aus dem Karton, dieses feine Salz, das nehme ich meistens nur, um Wasser zu salzen für, weiß nicht, Nudeln oder so. Aber so in Gerichten oder auch im Salat und so weiter nehme ich immer so ein Salz. Und dann fand ich das irgendwie total, allein schon, es war wirklich wegen dem Löffel. Dann für 2,19 Euro wieder diese Würstchen für meine Tochter. Die liebt die einfach, gab es schon wieder länger nicht mehr bei uns. Und auch so eine Geflügelfleischwurst, liebt sie auch. Dann wäre ich nicht so voll gewesen, es gab noch genau zwei Packungen, hätte ich auch beide mitgenommen. Für 3,99 Euro das Kilo. Also hier steht irgendwie mehr, aber auf dem Kassenbon steht auch nur 3,99. Putenoberkeule, das ist so, ich liebe das. Und wenn es das gibt, das gibt es ja nicht immer, kaufen wir das auch immer mehrere und frieren das ein. Damit macht Dennis immer das leckerste Schaschlik der Welt. Oder auch als Gulasch, das ist so zart, also das ist dann richtig, vor allem wenn man das über Stunden kocht, in der Tomatensauce und so weiter oder halt in irgendeiner Soße, das ist dann wirklich wie so Pulled Pute. Wie sagt man das? Keine Ahnung, es ist halt dann so schön fledderig und richtig, richtig lecker. Und ich glaube, ich werde daraus dann halt so eine Art Gulasch machen. Dann für 1,49 Euro 20 Gramm so getrocknete Steinpilze. Habe ich auch schon sehr lange nicht mehr da gehabt. Ich hatte das immer aus der Ukraine. Da haben die das halt frisch gesammelt und dann selber getrocknet und haben uns immer sehr viel mitgegeben. Und ich habe alles aufgebraucht. Und jetzt dachte ich mir, komm, das geht eigentlich vom Preis. Die waren halt gerade runtergesetzt oder im Angebot diese Woche. Und ja, habe ich halt deswegen mitgenommen. Ich mag die ganz gerne auch in Suppen oder so zu machen. Die geben einen richtig leckeren, intensiven Geschmack. Hallo, mein Schatz. Hast du eine kleine Katze? Wie süß. Kleine gerade reingekommen. Dann habe ich auch noch, war auch das letzte. Ja. Die kleine Hähnchen-Innenfilets mitgenommen. 800 Gramm für 6,99 gerade im Angebot. Ja, werde ich mir, denke ich, aufteilen und dann einfrieren und aus dem anderen vielleicht heute was kochen. Und dann einmal, ich glaube, 5 Euro haben die gekostet. Ja, mein Schatz. Oh, wow. Bringt mir ihre Kuscheltiere und zeigt die moin Baby. Batterien, 16 Stück für, ich glaube, 5 Euro haben die gekostet. Und die hier brauchen wir ständig. Ja! Allein schon. Entschuldigung. Ja! Schatzi, du hast schon eine hohe Stimme von dir aus. Du musst nicht noch höher quietschen. Ja, jetzt auch, ne? Bei dem Spielzeug und so weiter zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob da irgendwo Batterien gebraucht werden. Wir haben auf jeden Fall keine mehr. Das letzte Teil oder vorletzte Teil ist einmal so eine Marmorkuchen-Backmischung. Gab es nämlich mit der App umsonst statt 1,89 Euro. Habe ich halt jetzt nichts bezahlt, deswegen kam die mit. Da gab es sonst noch Zitronenkuchen, aber das geht gar nicht, das mag ich nicht. Ja, Schatz, jetzt rutschst du, ne? Und ich hatte in der App gesehen halt auch Schokomuffins. Ich hätte sonst Muffins genommen, aber macht ja nichts. Jetzt haben wir halt so ein. Ja. Sie will euch die Katze zeigen. Komm, ich zeig die einmal. Wow! Genau, das war's. Und dann habe ich mir noch eine kleine kalte Dose Cola gegönnt. Die habe ich schon getrunken, also zur Hälfte. Die steht in der Küche. Ja, den auch. Den muss ich euch jetzt auch zeigen. Hallo! Hallo! Jetzt ist sie glücklich. Ja, und warum ich nicht in der Küche meinen Food Hall mache, wie sonst? Ist einfach, es sieht dort katastrophal aus, sie haben ein Leck. Und da ist so eine fette Verstopfung, die Dennis auch nicht rauskriegt leider. Und jetzt steht da halt alles voll und mit Werkzeug und so. Und keine Ahnung, wie wir das jetzt... Ja? Ja, hast du da reingetan in den Kratzbaum, ne? Ja, jetzt keine Ahnung, wann wir das geregelt kriegen. Ich darf auch da das Wasser jetzt nicht benutzen, meine Spülmaschine nicht benutzen. Ja, müssen wir irgendwie schauen, so schnell wie möglich das Problem beheben. Deswegen habe ich es jetzt einfach hier gemacht, weil da einfach wirklich Chaos des Jahrtausends ist. Und ich würde dann jetzt alles verräumen gehen, mich einmal umziehen und dann mal schauen. Ich muss jetzt gleich kochen,
Vielleicht nehme ich euch da gleich mit. Heute möchte ich mal wieder so eine Erbsensuppe mit Rindfleisch machen. Die muss auch mehrere Stunden kochen. Ja, vielleicht zeige ich euch das. Also es ist einfach nur alles in den Topf schmeißen und dann kochen lassen. Und ja, egal. Ich würde dann auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, alles verräumen und dann weitermachen. Ich muss die ganze Zeit gucken, dass sie kein Mist baut. Bis gleich. Hi, ein paar Tage sind jetzt vergangen und ihr glaubt nicht, wo ich gerade herkomme. Ich bin um 7 Uhr morgens schon am Lidl gewesen. Der macht bei uns so früh auf, weil ich unbedingt etwas haben wollte. Und ich wusste, es wird sofort vergriffen sein, wenn ich später gehe. Julie, ist ja, ihr kennt es, ne? Immer ist irgendwie eine Katze dabei. Euch hat die ganze Zeit diese Tasche nicht interessiert. Jetzt auf einmal willst du sie sehen. Ja, und ich bin hier gerade, ne, ich mache das jetzt auf dem Boden. Weil die Küche, da habe ich jetzt, da ist total Katastrophe zurzeit. Immer noch mit dem Wasser, haben wir immer noch nicht geregelt. Und die Lichter sind da jetzt auch kaputt gegangen. Also ich habe nur noch meine Deckenleuchte und die reicht nicht. Es ist wirklich dunkel. Was wird das? Was wird das? Hm? Ja, deswegen mache ich das jetzt hier. Hier habe ich besseres Licht, um das einmal kurz zu zeigen. Ja, einmal Öl für 1,79 Euro. Wollte ich ja holen. Ich war halt alleine zu Fuß. Ich habe jetzt erstmal nur eine genommen. Dann habe ich zweimal Sahne für den Vorrat genommen. Dann habe ich nochmal zweimal Thunfisch genommen, Eigensaft für 99 Cent. Ich wollte einfach nur, ne, so ein paar auf Vorrat haben. Dann einmal solche Geflügelwiener. Zweimal Bacon gab es mit der App günstiger. Ich glaube, 99 Cent hat dann eine gekostet. Dann gab es endlich wieder Lauchzwiebeln. Ich habe meine komplett alle verbraucht, auch die, die ich eingefroren hatte. Und ja, das war immer ausverkauft. Also ich weiß nicht, irgendwie stehen die Leute zurzeit auf Lauchzwiebeln oder Frühlingszwiebeln. Jetzt habe ich zwei Stück mitgenommen. Da kosten die auch mit der App nur 45 Cent. Einmal Kefir. Dann hat ja meine Tochter bald Geburtstag und da brauche ich dann Mascarpone. Und die gab es heute noch mit der App günstiger. Ich bin jetzt gerade aber nicht mehr sicher, was ich bezahlt habe für eine. Dann nochmal eine Arizona für 1,19 Euro. Die originale. Ich mag die am liebsten. Und deswegen bin ich dahin. So. Und da war auch schon gut durchwühlt. Ich war um 10 nach 7 im Laden und schon, ne, also das, der Parkplatz war schon voll. Ach, das ist echt heftig. Und online war es auch schon ausverkauft. Ich wollte voll gerne, das probieren wir dann auch später an, wenn ich da Zeit für finde und die Kleine dann wach ist. Die schläft nämlich immer noch. Das ist jetzt schon nach 8. Ja, habe ich mir so eine Weste geholt aus Wolle. Die war nämlich reduziert auf 8 Euro. Irgendwie stelle ich mir das total niedlich vor. Ich hoffe, es ist so, wie ich es mir im Kopf vorstelle, mit einer langen Bluse drunter oder mit so einem Basic-Oberteil drunter und dann halt auch Rock oder Leggings. Ich finde die irgendwie total niedlich und für 8 Euro kann man echt nichts sagen. Und die gleiche auch nochmal in Schwarz. Hier gab es noch S. Das war schon vergriffen. Also das war die letzte. Da gab es noch eine in L. Ja, sonst war Grau komplett schon weg. Ich sag's ja, ne? Ich war 10 nach 7 dort. Und weswegen mein Hauptding, ich wollte schon so lange eine beige Leggings haben. Eigentlich so eine cremefarbene, aber die finde ich ja fast noch schöner. Das ist so Wildlederoptik in so einem Sand, weiß ich nicht, beige, hellbraun Ton. Und so weich, so angenehm. Ich bin schon gespannt, wie die sitzen wird. Ich hoffe gut. Ja, bin so glücklich, dass ich die ergattert habe. Die, also genau die beige, ist auch online komplett schon ausverkauft. Die kriegt man nicht. Und dann habe ich mir die auch noch in schwarz bestellt, sag ich schon, gekauft. In ganz normal Leder. Die ist auch von innen so, oh, Moment, so weich. Sieht man jetzt nicht so gut. So, also richtig schön weich. Und die ist auch elastisch. Mit so einer Knopfleiste. Ich bin mal gespannt, wie die sitzen wird. Und ich finde sowas immer richtig schön mit, weiß ich nicht, mit einer hübschen Bluse oder so, ne? Oder mit einem langen Pulli drüber, dass man halt nur die Beine sieht. Also ich mag Leder eigentlich total gerne. Ich finde, das wertet so ein Outfit halt schön auf. Ja, bin ich mal gespannt. Die haben jeweils nur 10 Euro gekostet. Ja, und über die freue ich mich am allermeisten. Ich finde, so eine helle Hose brauche ich halt. Also schon länger, ne, überlege ich und suche auch eine, beige Leggings oder
irgendwas Helles und finde halt nie irgendwas Schönes. Und das war jetzt echt ein Schnäppchen. Finde ich echt, echt schön. Also falls ihr, ja, die wollt, ich weiß nicht, rennt zu Lidl, guckt, weil online, weiß ich nicht, vielleicht kommt es dann nochmal rein. Die andere Katze will auch rein, sie kratzt gerade an der Tür. Aber ja, das war jetzt mein Einkauf. Später probiere ich das noch an. Das zeige ich euch dann, denke ich mal auch, wie es angezogen aussieht. Ich hoffe, 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 das Outfit wird in meinem Kopf auch so gut aussehen, wie ich es mir vorstelle. Ja, ich gehe das jetzt alles mal verräumen in die Küche. Und dann sehen wir uns einfach später. Okay, das erste Outfit ist schon mal ein Reinfall. Ich hatte das irgendwie schöner im Kopf. Ist auch etwas schwer zu zeigen. Ich muss mal hier runter. Dann sieht man das auch, wie lange. Also die schwarze Leggings habe ich jetzt an. Die ist saubequem. Die ist richtig schön bequem und angenehm weich. Aber das hier, das sieht aus, als ob ich jetzt, weiß ich nicht, zu einem Arztkongress muss oder so. Oder irgendwie eine Villa verkaufen möchte. Wie so eine Immobilienmaklerin oder keine Ahnung was. Es bin nicht ich und das sieht einfach nicht aus. Ich weiß halt nicht, wie ich diese Bluse kombinieren kann. Ich habe die schon echt lange, die ist auch lang und dachte, vielleicht wird es damit ganz schön, aber irgendwie, oh, ich weiß nicht, als ob ich jetzt von und zu von der Tennisstunde abhole. Nee, das ist schon mal ein Reinfall. Ich guck mal, wie ich das gleich kombiniere, aber das so nicht. Aber das Ding ist cool, also die Weste ist echt schön, vor allem, weil die halt auch so lang ist. Das ist jetzt schwierig zu zeigen, aber sie geht mir bis knapp unters Knie. Also es ist wirklich wie so ein Kleid, so ein Wickelkleid halt. Und das ist eigentlich ganz süß, wenn man ja auch nur eine Strumpfhose drunter anhat oder so. Ich finde das echt nicht schlecht, aber nicht so. Ich gehe mal ein bisschen weiter rum kombinieren. Das gefällt mir schon besser. Ich habe so eine Leo-Bluse, die ist auch lang. Ich mag die total gerne, also die ist auch alleine schön, man muss halt so ein Print mögen, aber ich weiß nicht, ich mag die voll. Und das sieht auch süß aus mit dieser Weste hier drüber. Die ist halt auch so lang, die ist ja ein bisschen kleiner als die in Grau. Und ich finde, die sitzt auch besser. Also erstmal dachte ich, nee, die Graue ist doch schöner, weil ich mag das nicht, wenn Sachen so hauteng liegen. Aber die hier sitzt einfach schöner. Man könnte jetzt auch den Knopf hier komplett aufmachen oder komplett zu. Ich finde, das geht schon eher. Ja, hier habe ich auch noch die schwarze Leggings immer noch an. Aber auch hier würde ich, denke ich, eine Strumpfhose oder so anziehen. Wobei das mit der Leggings auch nicht schlecht aussieht. Ja, ist halt so ein bisschen schwierig zu zeigen, aber ich denke, man sieht, was ich meine. Ja, das geht und ich glaube, jetzt könnte ich das nochmal mit irgendwas Basic einfach, also nicht mit einer Bluse, sondern mit einem Basic-Oberteil drunter anziehen. Ich versuche mal, ich gucke mal, was ich da so da habe. Ich habe das Graue jetzt nochmal kombiniert mit einem weißen Rollkragenpulli und das sieht doch schon viel besser aus. Also so kann man dann auch, weiß ich nicht, wenn es kalt ist oder so, ne, oder wenn man, keine Ahnung, zur Familie fährt oder, weiß ich nicht, auf ein Schulfest oder sowas, ne, dass man einfach warm ist, aber trotzdem irgendwie schick aussieht. Ich muss mich halt voll dran gewöhnen. An so eine Weste. Also ich hab nie Westen. Ich habe gar keine. Und weiß ich nicht, jetzt will die Kleine gerade rein. Aber ich finde, das geht schon mal auf jeden Fall eher klar. Und das wird dann mit der schwarzen auch, denke ich mal, gut aussehen. Oder auch ohne Rollkragen. Einfach nur ein Basic. Ja, und dann halt dazu die beige Leggings. Also die wird dann genauso sitzen. Ist halt dann so Wildleder. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sowas... Ich muss da noch mich ein bisschen so rantasten. Ich hatte, wie gesagt, sowas noch nie und muss erst mal gucken, was überhaupt, wie man sowas trägt, wie das passt. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz süß. Ja, keine Ahnung, so kann man jetzt einen Punsch trinken gehen oder so. Ja, naja, egal. Ich habe euch jetzt die Teile so grob gezeigt. Die beige Leggings jetzt nicht, aber man ist eh schwierig, ne, ihnen zu zeigen. Ja, ich komme. Ja, aber egal, ich finde es gut. Und für 8 Euro kann man nicht meckern. Und ja, mal schauen, ob ich das überhaupt dann irgendwie kombiniert kriege, tragen werde. Aber ich denke, so würde ich auch rausgehen. Ja, dann mache ich jetzt mal weiter. Und ja, falls ihr das noch ergattern könnt, wollt, ich finde halt 8 Euro und 10 Euro für eine Leggings ist echt nicht viel. Und die Sachen vom Lidl sind eigentlich auch immer echt schön. Also ich finde die sehr schön verarbeitet und sehr bequem. Der Stoff ist super weich. Ja, ich weiß.
weiß nicht, irgendwie, ich finde, das macht mich direkt älter alles, ne? Ja, irgendwie mag ich es auch. Keine Ahnung. Egal, ich habe es euch jetzt gezeigt und ja, so sieht's aus. Ich gehe dann mal weitermachen. Ich bereite jetzt auch schon das Mittagessen vor. Bisschen früher als sonst. Es ist gerade 10 Uhr, aber ich dachte mir, ich mache das einfach. Dann bin ich heute einfach früher damit fertig. Und ja, ich mache heute wieder ein Rezept aus der Lidl Plus App. Das hat mich total interessiert. Ja, Anna mache ich jetzt. Ich mache ein bisschen meine Mengenangaben. Eigentlich gehört zum Beispiel 600 Gramm Fleisch hier rein, also Hähnchenbrustfilet. Ich habe jetzt Innenfilets und das sind, glaube ich, nur 400 Gramm. Aber mein Gott, egal, das reicht. Dann müssen wir auch Brokkoli abkochen, ganz kurz. Die hole ich gleich raus und koche dann darin die Nudeln. Eigentlich soll man das auch abgießen, aber ich weiß nicht warum, weil das wird eh später alles wieder zusammengemischt. Ich denke, ich werde das Wasser einfach dann auch für die Nudeln benutzen. Ja, nehme euch dann heute wieder so ein bisschen mit beim Kochen. Das Licht ist heute noch bescheidener als sonst, weil ich habe ja erzählt, ich habe jetzt nur noch diese Deckenleuchte und ich habe hier sowieso kein Licht in diesem Raum. Deswegen, ja, ist heute etwas alles dunkler hier, aber ich versuche das dann beim Bearbeiten vielleicht etwas heller hinzukriegen alles. Und ja, würde dann euch gleich bei den weiteren Schritten weiter mitnehmen. Das Fleisch muss nur mit Salz und Pfeffer gewürzt werden, aber ich kann das nicht. Ich mache noch mein liebstes Gewürz mit dran. Das gibt einfach immer so einen leckeren Geschmack bei Fleischgerichten, finde ich. Okay, das ist mehr als genug. Ja, das Fleisch muss einmal kurz 5 Minuten angebraten werden von allen Seiten, dass es halt durch ist. Es geht ja ganz schnell bei Hähnchenfleisch, zu dünn. Dann müssen wir das rausnehmen und machen dann weiter. So, das hier kann ich auch schon rausnehmen und die Nudeln reintun. Ein Teil vom Brokkoli musste ich jetzt mit Petersilie klein pürieren. Ich habe das jetzt einfach im Thermomix gemacht. Ich finde, so ist es schon okay. Da rein kommt jetzt eigentlich 150 Gramm Creme Fraiche, aber ich nehme einfach einen ganzen Becher Schmand. Und dann rühren wir das hier noch unter mit etwas Mais. Und dann haben wir unsere Soße fertig. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Dann müssen wir das nur noch mit den Nudeln vermischen und dann kann man auch schon essen. Also ja, wenn es jetzt gleich noch schmeckt, dann freue ich mich, weil das wieder so ein schnelles Blitzrezept war. So sieht die Soße jetzt aus. Ich habe alles halt mit Schmand und Mais vermischt. Jetzt kommt ein bisschen Brokkoli, musste ich mir so in Röschen lassen und das Hähnchenfleisch halt auch. Das mische ich jetzt auch rein und gleich, wenn die Nudeln fertig sind, werden wir alles noch mit den Nudeln vermischen. Ja, ein bisschen abschmecken kann man auch jetzt noch. Gucken, was einem noch so fehlt, aber das ist jetzt so einfach gewesen, so schnell. Und es schmeckt schon richtig gut. Tada! So, es riecht so gut. Abgeschmeckt habe ich es auch. Es schmeckt auch sehr, sehr gut. Ich liebe ja Schmand. Und ich finde auch von den Mengen, also es, weiß ich nicht, ich denke, das reicht so auch. Und ja, wir lassen es uns dann später schmecken. Also jetzt ist ja noch ein bisschen sehr früh. Aber ich denke, meiner Familie wird es auch schmecken, weil meine Kinder mögen Brokkoli, Mais sowieso, Hähnchen auch. Und ja, Nudeln kennt ihr, ne? Also irgendwie, es vergeht keine Woche ohne Nudeln. Ja, und endlich mal wieder was Neues ausprobiert. Und ich denke, das werde ich mir auch direkt rausschreiben, dass ich es nicht verliere, nicht vergesse, weil das war echt super und vor allem schnell. Das ist mir immer besonders wichtig. Und ja, sowas habe ich meistens auch eh immer zu Hause. Also Brokkoli war tiefgefroren. Ja, Nudeln habe ich sowieso immer da, Mais auch. Und sonst braucht man ja nichts. Schmand habe ich auch immer da. Oder ja, Creme Fraiche halten, aber das habe ich nie. Ich habe immer nur Schmand. Ja, das war's jetzt. Ich werde das Rezept unten rausschreiben. Probiert es dann unbedingt mal aus. Ich finde es jetzt schon bombastisch. Ich habe ja, wie gesagt, schon probiert. Es ist richtig lecker. Ich freue mich schon so sehr, wenn alle kommen und wir dann essen können. Und ja, falls ihr dann jetzt auch was esst, wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich wollte euch gerne jetzt etwas zeigen. Und zwar hat mich ein Paket erreicht und ich sitze hier auch schon auf meinem nackigen Bett, weil es geht um Bettwäsche. Die Marke Cesso hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal deren Bettwäsche testen möchte. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Es sind so wunderschöne Sets bei denen auf der Seite. Ich habe mich sofort verliebt. Ich konnte mich auch gar nicht entscheiden. Und ja, es wird auch einen Rabattcode geben, KA15. Damit könnt ihr 15% sparen.
Und ich zeige euch jetzt mal, was ich mir ausgesucht habe. Ich bin schockverliebt einfach. Wir haben ja so ein dunkles Bett. Ihr kennt ja noch die Geschichte, wo wir uns das Bett ausgesucht haben. Ich wollte ja unbedingt etwas Helles. Dennis hat sich aber in das Dunkle hier verliebt. Und ich war länger auf der Suche schon nach schöner Bettwäsche. Kannte diese Firma aber gar nicht. Und ja, habe mich dann umso mehr gefreut, als die mich halt angeschrieben haben und ich dann da stöbern konnte. Also ich habe da auch schon so ein anderes im Visier. Ja, finde ich einfach sehr, sehr schön. Und das kam dann so bei mir an, in diesem Karton. Bringen Sie Ihr Schlaferlebnis auf die nächste Stufe. Ja, ich habe es schon mal aufgemacht. Ist aber richtig hochwertig verpackt. Und ja, hier steht noch drauf, unsere Produkte werden aus hochwertigen Biofasern und zuverlässigen Rohstoffen hergestellt, so dass jede Bettwäsche, auf der Sie geschlafen haben, von erfahrenen Handwerkern handgefertigt wird. Ja, ich habe es dann aufgemacht. Also wie gesagt, es ist schon mal... Hier bedanken die sich auch für die Bestellung. Das war nämlich... Hier sieht man es noch so ein bisschen mit so einem Kleber zugeklebt, also richtig schön verpackt. Und alle Teile kamen in so einem Beutel mit so einem Zipper. Und jetzt zeige ich euch mal, für was ich mich entschieden habe. Also das fühlt sich einfach schon richtig schön an. Richtig angenehm weich. Das ist kein Nylon oder irgendwas, das ist Baumwolle. Aber glänzt halt leicht, ne? Und das ist so schön. Guckt euch mal diesen Rand an. Wie hochwertig sieht das bitte aus? Super, super schön. Und ich habe mich für so ein cremefarbenes entschieden. Das ist jetzt ein Kissen. Ich habe 80x80 genommen. Weil wir haben zwar diese kleinen Kissen, diese orthopädischen, darauf schlafen wir immer noch. Ich liebe die. Oder wir beide lieben die. Aber wir haben halt auch unsere anderen großen Kissen immer noch, weil wir die dann einfach auch aufs Bett legen, wenn wir uns, weiß ich nicht, noch was im Fernsehen oder so anschauen, dass wir halt eine Erhöhung haben. Deswegen wollte ich dann für die Großen halt eins haben. Ja, da ist dann auch ein Laken dabei und zwei Decken. Man kann die halt anschreiben und sagen, dass man bitte zwei Decken braucht, weil in einem Set ist immer ein Bettlaken, zwei Kissenbezüge und eine für die Decke. Und, aber einige haben ja auch eine große Decke, also so, keine Ahnung, 2 Meter mal 2 Meter oder so. Aber wir haben halt diese Standard 1,35 mal 2 Meter. Das war aber auch absolut gar kein Problem, wenn man dann sagt, ich brauche bitte zwei. Und ja, ich würde dann sagen, wir beziehen einmal das Bett schnell und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ich bin schon richtig gespannt, wie es aussehen wird. Es ist halt schön hell, das wollte ich unbedingt haben. Ich wollte was Helles, damit das Bett halt nicht so dunkel wirkt. Und ja. Mal schauen, wie es aussieht. Also das könnte jetzt auch wirklich in einem Hotel oder so sein, ne? In einem hochwertigen. Richtig schön. Ich würde einfach sagen, ja, ich beziehe mal und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. So sieht es jetzt aus. Ich bin fertig. Es ging sehr, sehr einfach. Und ja, ich habe es jetzt erstmal so hingelegt, damit man halt alles gut sehen kann. Hier könnt ihr zum Beispiel einmal den Rand sehen. Guckt euch an, wie schön der ist. Und das ist so ein angenehmes, weiches Material. Richtig schön glatt und weich, aber nicht dieses Seide oder sowas, ne? Also dieses Kunststoff. Das fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Ja. Hier diese Stickereien sind so schön einfach. Und was ich auch sehr gut finde, also hier zum Beispiel bei dem Kissen ist das Loch an der Seite, da tut man das einfach rein ohne Reißverschluss. Und hier, wo der Kopf dann sein wird, ist nichts. Also da ist so ein Saum halt nicht. Und bei den Decken, kann ich euch auch mal zeigen, ist das auch so. Also am Kopfteil, das ist jetzt zum Beispiel meine Seite, und am Kopfteil ist auch nichts. Ist alles schön weich. Nur am Fußende hat man halt diesen Rand. So. Ich bin richtig begeistert. Ich habe mir auch schon überlegt, ja, wir haben im nächsten Jahr 2 Hochzeiten, auf die wir müssen.
Und vielleicht sowas auch, ne, auf einer Hochzeit zu verschenken an das Pärchen, weil das ist so eine schöne, hochwertige Bettwäsche. Also ich würde mich sehr über sowas freuen als Geschenk. Unsere Mütter haben sich auch schon verliebt und meinten, die würden auch gerne was wollen. Also ja, ich finde es super, super schön. Mit meinem Rabattcode könnt ihr ja, wie gesagt, 15% sparen. Ich werde den wahrscheinlich selber auch da nutzen. Und ja, was Schönes verschenken. Die haben so eine schöne Auswahl, also wirklich wunderschöne Farben. Ich wollte jetzt was Helles. Habe mich daher für dieses Creme hier entschieden. Ah, ich kann es gar nicht abwarten, hier drin zu schlafen. Es fühlt sich so bequem an, wirklich. Das ist jetzt nicht einfach, weil ich es irgendwie sagen muss. Oder so. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich bin super begeistert davon. Ja, wie gesagt, meine Schwiegermama und meine Mutter auch total. Und ja, ich habe da noch eins im Visier. Ich finde das sehr, sehr schön. Die Preise sind ein bisschen höher. Das verstehe ich auch. Weil ich war auch erst mal im ersten Moment, wow, die sind aber teuer, aber wenn man dann zusammenrechnet, ist es gar nicht teuer, weil ein hochwertiges Spannbettlaken, also wir haben jetzt letztens für unser Bett eins bezahlt, da haben wir über 40 Euro nur für das Spannbettlaken bezahlt und das ist noch nicht mal schön gewesen. Also wir haben so ein dunkelgraues einfach genommen, weil es nichts anderes gab und es hat mir noch nicht mal gefallen. Hier hat man wirklich diese wunderschöne Qualität, diese wunderschöne Farbe. Dann so ein Set aus Kissen und Decke kostet auch schon, wenn man hochwertiger guckt. Ich meine, selbst bei Ikea fangen die schon bei 40, 60 Euro an, pro Kissen und Decke. Und das mal zwei ist man schon bei 120 Euro und da ist immer noch kein Spannbettlaken mit dabei. Und deswegen, also ich finde, die Preise sind normal und ja, mit dem Code könnt ihr ein bisschen sparen. Und ja, man hat aber mal was Außergewöhnliches. Ich meine, wo findet man sowas? Nein, ich habe auch ein Set, das kostet irgendwie, was hat das gekostet damals? Ich glaube 70 Euro und das ist einfach nur ganz normal, also nicht mal schön. Und hier hat man halt noch wirklich was, ne? Also sowas hat halt auch keiner, ne? Das ist so schön. Ich bin total verliebt, ich bin total begeistert. Werde mir dann in Zukunft, denke ich mal, da auch noch ein, zwei Sets bestellen. Und dann ist auch gut so, ne? Also ich finde das auch sehr, sehr schön, zum Beispiel für Teenager oder so. Also auch für Kinder, klar. Aber so, wenn die Kleinen dann ein bisschen größer werden und vielleicht kein Print mehr möchten, dann ist sowas auch sehr, sehr schön. Da gab es halt unzählige Farben. Blau, Grau, Anthrazit, Creme, Weiß, Rosa, Rosé. Was gab es noch? Ja, einfach, ihr müsst einfach mal vorbeischauen. Ich verlinke euch die Seite unten. Und ja, ich freue mich. Dennis ist auch total begeistert. Und ich denke, wir werden heute super schön angenehm schlafen können. Und ja, das war meine Bettwäsche. Genie ist auch schon hier mit am Start. Ne, du bist auch begeistert. Du findest es auch schön, ne? Ja, wenn die Katze es ne, für gut befindet, das heißt doch dann was. Nein, ich ja, wollte einfach nur euch mal ja, zeigen, euch das vorstellen. Schaut gerne vorbei. Ich freue mich total und ja, wünsche euch eine wunderschöne, angenehme, gute Nacht und süße Träume in der neuen Bettwäsche.